In diesem Video zeige ich dir, wie du Instagram 10er Slides in DaVinci Resolve erstellst. Und ich habe dir sogar ein Free Preset gemacht, mit dem du mitarbeiten kannst. Auf geht's! In DaVinci Resolve möchtest du dir zuallererst mit STRG N eine neue Timeline anlegen, Use Project Settings rausnehmen und unter Format das Ganze auf Custom stellen. Hier möchtest du 1080x1080 Pixel haben und die Timeline Framerate würde ich auf 25 setzen. In dieser Timeline möchten wir uns zuallererst eine Fusion Composition hier einfügen und damit in Fusion gehen. Dann kannst du dir das Settings-File, also Insta-Slides, hier hereinziehen und hast jetzt Folgendes. Du hast hier einen Background, der ziemlich lang ist und in diesem Fall ist der 10 Slides lang. Aber wenn du auf den Background klickst und ins Image gehst, dann hast du hier unten einen Slider für wie viele Slides du haben willst und entsprechend geht der länger und kürzer. Wenn du jetzt zum Beispiel 10 Slides haben willst, dann stellst du den auf 10. Wenn du nur 5 haben willst oder 7, dann stellst du ihn auf 7. Danach kannst du dann hier deine Bilder einfügen und zusammenmergen. Genauso wie ich es dir in diesem Video erklärt habe. Okay, du hast ja also zum Beispiel mehrere Bilder in ein Kunstwerk gepackt. Im Prinzip sind ja das hier dann meine Ebenen, die ich hier habe. Und das, was in den grünen Pfeil als letztes geht, ist ganz oben. Und wenn wir uns die Grid-Node mal anschauen, dann sehen wir, das sind die einzelnen Bilder, wie sie auf Instagram angezeigt werden würden. Um das Ganze zu exportieren, möchtest du die Grid-Node erstmal ausmachen, indem du sie selektierst und hier oben auf Off gehst. Gleiches geht mit dem Shortcut STRG oder Command plus P. Dann, wenn du die Studio-Version hast, willst du dir mit Shift-Space eine Saver-Node reinholen. Diese mit dem Fotocrop verbinden und in der Saver-Node auf Browse klicken, dann deine Bilder dahin speichern, wo du sie hinspeichern willst und das als .jpg-Dateien. Und dann möchtest du hier oben auf Fusion Render All Savers klicken. Wenn du die Free-Version hast, dann willst du Folgendes machen. Nachdem du die Grid-Node deaktiviert hast, möchtest du den Fotocomp-Output mit dem Media-Out verbinden. In die Edit-Page gehen und deine Fusion Composition auf die Anzahl der Blöcke runterstauchen. Ich hatte jetzt hier 6 Bilder, also möchtest du die untere Zahl auch auf 6 Frames stehen haben. Das Ganze möchtest du dann in der Deliver-Page rendern, indem du ganz einfach von MB4 auf TIFF umstellst und damit exportiert er dir Bilder. Es gibt allerdings auch noch die Möglichkeit, Videos mit einzubauen und dazu musst du nichts anderes tun, als den Slide, den du als Video einbauen willst, einzeln zu exportieren. Wenn du ein Video exportieren willst, gehst du dann zurück in Fusion, kannst dir jetzt hier den Media Out schnappen und mit der Video Crop Node verbinden und diese Video Crop Node, in der kannst du einstellen, welcher Slider das sein soll. Und bei mir ist es jetzt Slide 3, weil das tatsächlich von einem Feuerstunt von mir ist. Und das Lustige ist, jetzt zittert das hier, aber das liegt daran, dass es ja nur 6 Frames lang sind. Und das möchte ich jetzt natürlich ändern, indem ich in die Edit-Page gehe und das so lang ziehe, wie ich es haben will. Und jetzt kann ich mir das Ding einzeln exportieren, indem ich in der Deliver-Page wieder von TIFF auf MP4 umstelle und diesen einen Slide quasi in der Reihenfolge an die richtige Stelle setze. Somit kann ich dann Bilder und Videos in einen Slide packen. Und wenn du noch besser verstehen willst, wie du das in Fusion machst, dann schau dir unbedingt dieses Video an, wo ich langsam erkläre, wie du Bilder in Fusion bearbeitest. Oder wenn du DaVinci Resolve als Lightroom-Ersatz nutzen willst, dann schau dir dieses Video an. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.